Ich muss eine Änderung im Programm jetzt ankündigen. Jetzt sollte eigentlich Heino Stöver hier stehen. Den hätte ich jetzt gerne begrüßt, aber Heino Stöver ist krank geworden. Wir wünschen Ihnen von dieser Stelle aus gute Besserung. Aber in Abstimmung mit ihm wird Maximilian Plenart eine Kurzfassung seines Vortrages uns jetzt vorstellen. Denn es ist ja auch in Deutschland so einige Bewegung in die Cannabis-Diskussion gekommen. Die Grünen haben einen Entwurf für ein Cannabis-Kontrollgesetz zur Beratung in den Deutschen Bundestag eingebracht. Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU im Bundestag hat sich kürzlich für einen legalen und staatlich regulierten Markt für die Droge als Genussmittel ausgesprochen. Und der Bundesvorsitzende der FDP hat sich dem gleich angeschlossen. Und Berliner Bezirke können sich hier die Einrichtung von Coffeeshops durchaus vorstellen. Und das heißt, wir müssen uns noch mal ein bisschen konkreter beschäftigen damit, was sind denn eigentlich Modelle einer Cannabis-Regulierung. Maximilian Plenart ist hauptamtlich Mitarbeiter beim Deutschen Hanfverband und er ist Mitautor mit Heino Stöver der Veröffentlichung Modelle einer regulierten Cannabis-Vergabe. Ich übergebe das Wort. Ja, vielen Dank. Also wie Sie sehen, ich bin nicht Heino Stöver, ich arbeite hoffentlich aber intensiv genug mit ihm zusammen, um ihn hier halbwegs zu vertreten. Ich wurde auch gebeten, die Sache eher kurz zu halten, deswegen mache ich es kompakt und vielleicht an ein paar Stellen ein bisschen zugespitzter, um am Ende vielleicht auch noch ein bisschen Spannung und Diskussionswürdiges reinzubringen. Ich werde ganz kurz erzählen, was ist denn überhaupt Regulierung? Wir haben das, meine beiden Vorredner haben ja schon beschrieben, wie sowas aussehen kann. Ich würde das nochmal einen Schritt theoretischer nochmal betrachten. Dann betrachten, was sind denn Modelle, die für uns in Deutschland interessant sind? Welche Erfahrungen gibt es aus dem Ausland? Da werde ich sicherlich einige Baustellen, die wir heute schon hatten, nochmal um einen anderen Blickwinkel nochmal erwähnen. Und dann zum zweiten Teil, Drogenpolitik in Deutschland, wie schaut es aus? Da haben wir einmal das Phänomen eines Drogenpolitikproblems und des Missbrauchs von Drogen im Rahmen der Politik. Das ist einmal ein Aspekt, der vielleicht versucht zu erklären, warum trotz der vielen Erfahrungen im Ausland sich in Deutschland immer noch nicht viel bewegt. Und dann vielleicht ein bisschen Gemengelage, warum wird es sich denn hoffentlich bald was bewegen, weil doch einige Vorzeichen inzwischen andere sind. Also Regulierung von Drogen, und das meint in meinem Vortrag im Zweifelsfall auch wirklich erstmal alle Substanzen. Ich werde es immer mal wieder auf Cannabis einschränken, aber viele Aussagen, fast alle, gelten eigentlich für alle Drogen. Regulierung, das ist eigentlich die Normalität. Das ist eigentlich etwas, was der Staat ganz selbstverständlich macht. Der legt fest, dass es Sicherheitsgurte gibt in Autos. Wir haben einen Markt für Medikamente, der kontrolliert wird. Wir haben Lebensmittelkontrolle. Das ist eigentlich die Norm. Und dass der Staat sich völlig aus der Regulierung zurückzieht und etwas völlig verbietet, etwas völlig dem Schwarzmarkt überlässt, ist eigentlich eher die Ausnahme. Wenn so etwas passiert, wenn keine Regulierung mehr stattfindet, dann hat man wirklich einen unregulierten Markt, dann hat man einen freien Markt, wo die Produkte zwar verboten sind, die Akteure im Illegalen agieren, aber es ist trotzdem ein völlig freier Markt, ohne irgendwelche Regeln. Das sollte man nicht vergessen, deswegen benutze ich persönlich den Begriff der Freigabe sehr ungern. Wenn ich Freigabe sehen will, dann gehe ich in Görlitzer Park. Da haben wir einen entsprechend freien Markt, wobei natürlich einige Marktmechanismen anders sind. Wenn ich keinen Rechtsstaat habe, um mir meine Rechte durchzusetzen, dann nehme ich vielleicht einen großen Herrn im schweren Anzug, der meine Kunden überzeugt, doch zu zahlen. Aber ansonsten ist das erstmal ein Markt, und das haben wir im Vorfeld ja auch schon mehrfach gehört mit den Erfahrungen in den Niederlanden. Das ist ein Markt, der reagiert schnell und der gehorcht immer Marktgesetzen und nicht politischem Wunschdenken. Eine schöne Grafik von unseren Kollegen von Transform, die so ein bisschen auch zeigt, wohin wir möchten und warum eine Cannabis-Regulierung kein Widerspruch ist mit zum Beispiel den Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren im Bereich Alkohol und Tabak betrieben haben, wo wir ja eher restriktiver wurden. Das sehen wir in dieser Grafik, weil, also sehr, sehr vereinfacht dargestellt natürlich, geht die Wissenschaft davon aus, dass wir die meisten sozialen und gesundheitlichen Schäden haben, wenn wir entweder eine sehr, sehr harte Prohibition haben, wenn die Drogen völlig unkontrolliert sind, wenn organisierte Kriminalität in diese Bereiche eindringt. Das ist auch eine Sache, die wir auch immer wieder gesehen haben, zum Beispiel mit der Illegalisierung von MDMA in Deutschland. Umso stärker das Verbot durchgesetzt wurde, umso professioneller wurde natürlich die Händlerstruktur. Und
Das macht auf der einen Seite Probleme, weil entsprechend auch natürlich Hilfe verhindert wird. Und wir haben auf der anderen Seite das andere Extrembeispiel eines völlig unregulierten Marktes. So das, was wir vor Jahrzehnten vielleicht hatten im Bereich Alkohol und Tabak, wo uneingeschränkt geworben werden durfte, wo ganz wenig Regeln galten und wirklich das so getan wurde, als sei das ein sehr, sehr harmloses Produkt. Und wir denken, dass die Mitte das ist, was am wenigsten Probleme macht. Und das wäre eine starke Regulierung. Also ein legaler Markt, der allerdings sehr, sehr starken Regeln unterworfen ist, wo vielleicht Marktmechanismen auch ausgehebelt werden, also wenn es um Preisbindung und so Sachen geht, was wir bei Medikamenten haben, das sind ja sehr starke Eingriffe. Aber wir denken, dass irgendwo dort die goldene Mitte liegen wird, wo wir Probleme minimieren können. Lösen können wir nicht alle. Wer das noch ein bisschen detaillierter nachlesen möchte, also die eine Studie von Heido Stöver und mir wurde ja schon erwähnt, Entkriminalisierung und Regulierung im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, da würde das alles noch ein bisschen detaillierter dargestellt. Oder wir haben ein Werk aus Großbritannien übersetzen lassen, Modelle für einen regulierten Umgang. Das ist auch nochmal ein schönes Dokument, wo einfach auf einer ganz theoretischen Ebene durchdekliniert wird, welche unterschiedlichsten Instrumente haben wir denn, mit Substanzen umzugehen, wirklich vom freien Verkauf im Drogeriemarkt bis zur ärztlichen Verschreibung. Das ist ein sehr schönes Standardwerk. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat auch detailliert über Uruguay schon berichtet, was ich sehr spannend finde. Und im Fortfolgenden werde ich auch noch auf dieses andere Papier zum Thema Medical Marijuana eingehen. Die ganzen Quellen kann ich auch gerne nochmal nachliefern. Vielleicht zu den Dingen, die schon gesagt wurden, möchte ich einmal nochmal Uruguay rausstellen, weil Uruguay mit das universellste Modell hat. Was ich persönlich auch sehr gut finde, weil man sowohl die Möglichkeit hat, für sich privat sich zu versorgen, man hat die Möglichkeit, gemeinsam anzubauen, was auch eine nicht kommerzielle Option ist, wenn man es richtig regelt, und natürlich den entsprechend lizenzierten Handel. Erst durch diese Kombination, das wird man gleich an anderen Beispielen sehen, erreicht man möglichst gutes Ergebnis und kann auch einfach ein bisschen prüfen, wie funktioniert denn das eine Modell, dann kann da ein bisschen Studie betrieben werden, was sind das für Konsumentengruppen, weil die ein ganz andere Verhältnisse zueinander haben. Gerade diese Clubs finde ich halt sehr spannend, weil dort findet halt soziale Kontrolle statt. Und das ist halt ein sehr viel mächtigeres Instrument als irgendwelche Strafgesetzbücher. Was auch spannend ist, die Legalisierung in Uruguay wurde auch beschlossen als Teil eines Sicherheitspaketes gegen ein Klima der Angst. Also das muss man auch sagen, das war eine Maßnahme der inneren Sicherheit. Und wenn man sich anschaut, welche anderen Präsidenten in Südamerika gerade sich für die Legalisierung mitunter einsetzen, das sind nicht unbedingt irgendwelche Linksliberalen, das sind mitunter sehr, sehr konservative ehemalige Militärs, die aber auch erkannt haben, den Krieg können wir nicht gewinnen, wir können ihn nur beenden. Wo wir auch noch was lernen können, das ist der Bereich Cannabis als Medizin, der ist in den USA inzwischen ja schon relativ fortgeschritten. Und wenn wir einfach mal sehen wollen oder wenn man eine Idee bekommen möchte, was alles zu regulieren wäre im Detail, der kann sich mal diese Publikation der, im Prinzip der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin in den USA anschauen. Die haben nämlich mal Fragebögen erstellt und Profile erstellt der einzelnen Bundesstaaten, in denen Cannabis als Medizin verfügbar ist. Und da sollten wir auch unser Denken, was wir in Deutschland haben, ne, das ist alles so wie in Kalifornien und der Doc steht am Strand und du musst nur schnell unterschreiben und bekommst deine Lizenz, das ist nicht die Norm, das ist die absolute Ausnahme. Es ist in vielen Bundesstaaten sehr, sehr viel mehr, sehr viel restriktiver, teilweise auch völlig an den Bedürfnissen vorbei und auch mitunter gibt es unglaublich viele Detailfragen. Also wie sieht es zum Beispiel aus mit Sorgerechtsstreitigkeiten? Kann ich Ärger bekommen im Sorgerecht, wenn ich Patient bin? Was auch hier bei Genusskonsumenten auch Fragen stellen könnte. Wie sieht es aus mit Organspende? Es gab Cannabis-Patienten, denen wurden Organe verweigert, weil sie Cannabis konsumieren. Die Frage ist, wer darf alles anbauen? Darf man zusammen anbauen? Gibt es irgendwelche Regelungen bezüglich THC-Gehalt, CBD-Gehalt? Wie sieht es aus mit der Ausbildung, den Geschäften? Gibt es Sicherheitsprotokolle, Umweltstandards? Also es ist eine riesige Liste an Dingen, damit man mal eine Idee bekommt, wie viele Details noch auf uns lauern. Also sowohl was Medizin angeht, aber viele Fragen werden auch für Cannabis als Genussmittel relevant. Ein Beispiel, wo man gesehen hat, wie man es nicht macht, ist Washington State. Das wird üblicherweise auch in den deutschen Medien und allgemein weniger erwähnt, einmal weil sie sehr viel später losgelegt haben im Vergleich zu Colorado, aber sie haben auch ein System gewählt, das funktioniert nicht so richtig. Wir hatten
bei der Konferenz in Frankfurt ein Interview mit einem Experten, der das ein bisschen beschrieben hat, weil die haben dort keinen Eigenanbau, was ein Kontrollmechanismus ist gegenüber dem kommerziellen Markt, was zum Beispiel Preise angeht, eine unglaublich große Bürokratie und teilweise auch wirklich Bürokraten, die keine Ahnung von Cannabis hatten, die dieses Modell aufgezogen haben, die dann halt Lizenzen verteilt haben, sich gewundert haben, dass sie nicht in 2 Wochen Shops beliefert werden können. Aber dann muss ja doch angebaut und geerntet werden. Also sehr, sehr, sehr wenig an den Konsumenten orientiert, was den Effekt hatte, zusammen mit den sehr hohen Steuern, dass der Schwarzmarkt halt weiter existiert. Also wenn ich eine Lösung schaffe, wo die Leute sich registrieren müssen, Steuern zahlen müssen oder was nicht funktioniert, dann kriege ich den Schwarzmarkt auch nicht weg. So einfach ist das. Das ist wieder reine Ökonomie. Also auch ein schönes Beispiel, wie man es nicht macht. Die Niederländer, das ist, da möchte ich, hat mein Vorredner ja schon sehr viel gesagt, das Fazit, was man auf jeden Fall ziehen kann, ist, trotz aller Schwächen, aller Probleme, aller Kleinigkeiten und Diskussionen, kann man im Großen und Ganzen sagen, dort wird seit Jahrzehnten erfolgreich ein Einzelhandel geduldet, der funktioniert und es gibt keine gravierenden Folgen. Keine, von denen uns bekannt wären. Wenngleich, wie schon gesagt wurde, viele Dinge auch noch unreguliert sind. Das ist ja keine Legalisierung, es ist eine gewisse Toleranzzone und gerade die Initiative der Bürgermeister zeigt, es gibt weiterhin Probleme. Zu Colorado, es wurde nicht so viel Bilanz gezogen, ich finde einige ganz wenige Punkte wirklich sehr spannend. Dort wurden auch, der Jugendschutz wurde getestet. Es gab in der letzten Testrunde 0 Verstöße. Das wäre schön, wenn wir das bei Alkohol hätten in Deutschland, wo die Testquoten, also die Durchfallquoten gewaltig sind. Neue Jobs, kann man sehen, Steuereinnahmen, die kommen jetzt auch erst langsam, das sind jetzt ein bisschen höhere Zahlen, als gerade eben genannt wurden, weil ich die ersten 3 Monate dieses Jahres hochgerechnet habe, weil dieser Markt auch erst langsam entstanden ist. Was wirklich bemerkenswert ist, ist einmal das Thema mehr Zugang zu Cannabis als Medizin, weil man nicht vergessen, also weil man wissen muss, dass in den meisten Staaten in den USA bei Cannabis als Medizin eine Positivliste existiert. Da gibt es eine Anzahl, meistens nur eine Handvoll Indikationen, für die kann man mehr oder weniger leicht Cannabis bekommen zu medizinischen Zwecken. Und wenn man eine Diagnose hat, die da nicht draufsteht, hat man keine Chance. Die Bürokratie übrigens ist auch in Colorado, wo Cannabis als Genussmittel legalisiert ist, nicht unbedingt weniger als in Deutschland. Aber alle, die eine unpassende Diagnose hatten oder die aus dem Bundesstaat nebenan kamen, wo es gar kein Programm gibt, die haben jetzt über die Legalisierung echten Zugang zu einem legalen Markt, was Cannabis, das die medizinisch nutzen. Was wir auch haben werden, sind ehrlichere Konsumentenzahlen. Das ist auch ein Effekt, den werden wir vermutlich auch in Deutschland haben. Wenn wir jetzt legalisieren würden, dann würden die Konsumentenzahlen steigen, einfach aus dem Grund, weil die Leute ehrlicher antworten. Die ganzen Statistiken, die immer wieder im Umlauf sind, wenn ich am Telefon gefragt werde, sagen sie, letzten 12 Monate und Crystal Meth, haben sie was konsumiert? Werden viele Leute sagen, nein. Haben sie in den letzten 30 Tagen Cannabis konsumiert? Werden genug Leute nein sagen, auch wenn sie es getan haben. Und das wird ein Effekt sein, der sich auch mit der Legalisierung zeigen wird, weswegen die niederländischen Zahlen auch vermutlich ehrlicher sind. Was wir nicht haben, und das ist eigentlich das spannendste Fazit aus Colorado, es hat nicht angefangen, Hunde und Katzen zu regnen. Es gab keine gravierenden, unerwarteten Nebenwirkungen. Man muss jetzt ein bisschen nachjustieren mit diesen essbaren THC, vielleicht dem Preisverfall mit anderen Steuern entgegenwirken, aber ansonsten, es war überschaubar. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Debatte in Deutschland. Wir brauchen nicht mehr zu spekulieren, was passieren könnte. Wir haben genug praktische Beispiele, die zeigen, was passiert. Und trotz aller Fragezeichen bei der Übertragung, es gibt keinen Grund anzunehmen, warum in Deutschland was ganz schrecklich anderes passieren sollte, würde man Cannabis legalisieren. Auch die Ausgangslagen sind ein bisschen unterschiedlich. Das zeigt zum Beispiel, Colorado konnte sehr schnell starten, weil die hatten schon ein sehr starkes, ein sehr großes Cannabis als Medizinsystem. Die Normalisierung war da auch längst erreicht. Dort haben 3% der erwachsenen Bevölkerung eine Ausnahmegenehmigung für Cannabis als Medizin. Das Gegenteil war in Uruguay der Fall. Die hatten gar kein medizinisches Cannabis-System und deswegen gibt es da gerade auch massive Verzögerungen, weil die das gesamte System aus dem Boden stampfen müssen. In Deutschland hätten wir sogar ein bisschen was die Beschaffung angeht, über das Medizinsystem und wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, Hilfesystem und Sozialsystem. Auch das sind wichtige Voraussetzungen, um so ein Projekt gut durchzuführen. Genau, so kann das dann auch mal ganz praktisch sein. Einfach legales Cannabis, wo man dann einfach weiß, was ist drin, was ist nicht drin, wie viel Wirkstoff habe ich. Kommen wir zum zweiten Teil, warum bewegt sich denn in Deutschland nichts? Und da haben wir in Deutschland einfach ein gewisses Drogenpolitikproblem. Das zeigt sich einmal, dass
die Politik im Gegensatz zum Beispiel zur Drogenhilfe immer noch sehr stark in legal und illegal Strukturen denkt, bis man könnte es schizophren nennen. Also hier gibt es ein schönes Interview mit unserer Drogenbeauftragten in der Apothekenumschau, wo sie einmal gefragt wird zum Thema Werbeverbote bei Alkohol und Steuersätzen und uns dann erzählt, dass unser Land kann und will kein Verbotsstaat sein, ne, weil das funktioniert ja nicht. Und im nächsten Satz wird sie gefragt, aber bei Cannabis, das verbieten sie und da glauben sie an den Erfolg und die Antwort ist, Cannabis ist eine illegale Droge, Punkt. Das ist leider ein bisschen symptomatisch für die Drogenpolitik, dass da völlig unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden, je nach Substanz, was halt einfach, und das kennen Sie aus Ihrer alltäglichen Arbeit, der Rechtsstatus einer Droge sagt, was viele Dinge angeht, erstmal nicht viel aus. Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir keine kohärente Politik haben. Wir haben keine Politikfolgeabschätzung, wir haben einen sehr unkritischen Status quo, der fortgeschrieben wird. Wir haben sowohl bei den vielen Politikern, aber auch im Drogen- und Suchtbericht eine sehr selektive Wahrnehmung, Glaubenssätze. Also beispielsweise taucht das Wort Repression im offiziellen Drogen- und Suchtbericht quasi nicht auf, obwohl das mit die meisten Mittel in Anspruch nimmt. Die großen Zahlmengen, wenn man sie finden will, findet man in der polizeilichen Kriminalstatistik, was auch so ein Beispiel für eine sehr selektive Wahrnehmung der ganzen Sache ist. Wir haben mitunter immer noch eine Fixierung auf Abstinenz. Da mag gerade die Drogenhilfe, gerade hier in Berlin, deutlich weiter sein. Also in Berlin sind wir da, was viele Debattenpunkte angeht, sehr viel weiter, aber das ist halt nicht die gesamte Republik. Wir haben diese Schizophrenie, wir haben ein Substanzdenken. Da hat der Professor Herrmann das vorhin sehr schön gezeigt am Beispiel der Psychose. Das ist ein sehr komplexes Thema. Das kann ich nicht auf eine Zahl oder auf einfache Kausalitäten zurückführen. Das ist ein riesig komplexes Problem. Und wenn ich wirklich was gegen Psychosen machen möchte als Politik, dann muss ich mir die Gesamtmenge der Psychosen anschauen und nicht den kleinen Teilabschnitt, der mit Cannabis in Verbindung steht. Und ich muss mir die Ursachen anschauen und dann reden wir halt nicht drüber, irgendwie Cannabis einzuschränken, sondern dann reden wir über Mobbing an Schulen, dann reden wir über soziale Benachteiligung, also ein sehr viel komplexeres Politikfeld. Und dieses Substanzdenken, nur auf die Substanz schauen, den Menschen abstempeln aufgrund der Substanz, die er konsumiert, ist in der Politik leider weit verbreitet. Wir haben einen Modellversucheritis und Aktionismus, gerade beim Thema Crystal Meth, statt flächendeckender Grundversorgung. Die Kriminalisierung und die Schäden durch den Schwarzmarkt, die ja evident sind, werden völlig ignoriert. Also obwohl das einer der massivsten Eingriffe ist, die der Staat machen kann durch das Strafrecht, wird das überhaupt gar nicht problematisiert. Im Gegensatz zu, wie liberal man doch sein will, beim Thema Alkoholwerbung, wo man plötzlich die wirtschaftlichen Freiheit nicht einschränken möchte. Insgesamt steckt diese Politik leider in großen Teilen in Gedankengefängnissen fest, mit logischen Brüchen, Zirkelschlüssen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele gebracht, die immer gerne gebracht werden gegen die Legalisierung. Einstiegsdrogenthese. Eine Sache, die laut Kleiber und Söldner seit Jahrzehnten in der Fachwelt kein Thema ist, wird immer wieder aufgewärmt. Das gehört zu jedem Standardrepertoire eines christdemokratischen Politikers. Es wird der THC-Gehalt, der unkontrollierte, der auch gestiegene, angeführt. Aber der THC-Gehalt, das ist eine Folge des Verbotes, dass der unkontrolliert ist und dass wir nicht wissen, wie viel drin ist. Und eine Folge eines Verbotes kann ja nicht die Begründung für ein Verbot sein. Inzwischen wird gesagt, Cannabis ist so gefährlich wegen den Streckmitteln, wir dürfen es nicht legalisieren. Ne? Man merkt, das greift nicht richtig. Es wird behauptet, es sei Jugendschutz, was hier betrieben wird, was ich die größte Perversion in dieser politischen Debatte überhaupt empfinde, weil ein Jugendschutz, der darin besteht, die Gruppe, die man schützen möchte, die Jugendlichen, einer polizeilichen Strafverfolgung auszusetzen, das ist per Definition kein Jugendschutz. Ein Jugendschutz heißt, ich möchte die Marktteilnehmer bestrafen, die einen Profit haben. Ich möchte den Kioskverkäufer, den Menschen, der den Alkohol verkauft. Diese Menschen sind es, die der Regulierung unterworfen sind, und nicht die Menschen, die ich schützen möchte. Gut. Die Folgen dieser Politik kennen wir. Wir haben Hilfsangebote, die blockiert werden. Wir haben keine Drogenkonsumräume in Bayern. Es gibt keine Spritzenautomaten in Gefängnissen. Wir haben auch Cannabis als Medizin. Diese Einschränkungen sind auch mit ein Kollateralschaden dieser Debatte. Und was man auch nicht vergessen sollte, die gesamte Arbeit der Drogenhilfe findet in einer repressiven Klammer statt, was finanzielle Mittel angeht, was rechtliche Rahmenbedingungen angeht. Leider haben mitunter viele Menschen das schon verinnerlicht, diesen Rahmen. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass die Polizei konkurrenzlos und ohne Erfolgsparameter Ressourcen bekommt, während Präventionsarbeit um jeden Euro nachweisen muss, dass er wirkt. Und man sollte auch nicht vergessen, die vielen Einzelschicksale, die hinter diesen Strafanzeigen
stecken, die gerade gegen Konsumenten ausgesprochen werden. Das mag in Berlin relativ harmlos sein, aber auch hier gibt es einzelne Fälle und in ganz Deutschland, wir haben ja 100.000 Fälle und die Signalwirkung, die auch immer gebracht wird, ist leider ein ziemlicher Glaubwürdigkeitsverlust. Gut, inzwischen haben das inzwischen immer mehr Leute verstanden. Wir haben inzwischen Kripo-Chef, lass die Leute doch einfach kiffen. Das war der Chef der BDK, der Bund Deutscher Kriminalbeamter. Wir haben Hubertus Wimber, der demnächst endlich eine Organisation von Law Enforcement Against Prohibition in Deutschland gründen wird, um eine Fachrichtung noch aufzuzeigen, die sich hier klar positioniert. Wir haben inzwischen die FDP, Leber, Linken, Grünen und Piraten. Wir haben die Wirtschaftswoche, der Joachim Pfeiffer wurde schon angesprochen, also inzwischen auch erste CDU-Vertreter, das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht denken lassen, die hier agieren. Wir haben diese Debatte in Friedrichshain-Kreuzberg mit einem Beschluss, wir haben in Berlin, in Frankfurt Beschlüsse, in Köln. Wir haben gehört, auch andere Städte in der Schweiz diskutieren darüber, Kopenhagen, die niederländischen Gemeinden wollen weitergehen. Und wir haben auch in der Fachwelt, wir haben inzwischen eine Berliner SPD, die hier sehr offen diskutiert, wo die gesamten Fachleute, die da waren bei der letzten Anhörung der SPD, Fixpunkt, Vista, Therapieleiten, alle eine sehr klare Meinung vertreten haben. Das Problem ist, es kommt nichts an in der Politik. Selbst im Deutschen Bundestag findet die CDU keinen Experten mehr, der ihre Position vertritt. Gut, den alternativen Drogenbericht hatten wir. Das Cannabiskontrollgesetz kann eine schöne Grundlage für die Diskussion sein. Und ansonsten möchte ich sagen, statt immer nur über Risiken zu reden, die Legalisierung ist eine Chance für alle Beteiligten und die Prohibition fügt Ihnen und Ihrem Umfeld leider beträchtlichen Schaden zu. Jedem von Ihnen haben wir den Mut, hier mal etwas zu ändern. Dankeschön. Vielen Dank.